Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal SubwayZ und heute zeige ich euch einen sehr nicen Server, auf dem Hacken erlaubt ist und der auch ziemlich groß ist, nämlich die IP ist mbas.ru. Das ist ein russischer Server und wie ihr seht 1100 Spieler von 1200, also da ist auf jeden Fall was los auf dem Server. Und ja, in den Serverregeln steht, der Spieler hat das Recht, Programme, Skripte, Mods, in Klammern Cheats und so weiter von Drittanbietern zu verwenden, die halt das Gameplay erleichtern oder ändern. Ja, also gehen wir mal auf den Server rauf. Ich zeige euch den mal. So, wenn ihr raufkommt auf den Server, müsst ihr euch registrieren. Ich habe das schon gemacht, also mache ich einfach Login 1, 2, 3, 4. Zack. Soweit ich weiß, funktioniert der Server mit Cracked, also ja, braucht eigentlich auch keinen Account dafür, geht einfach mit Cracked Minecraft. Und ich bin hier nicht im Hub, ich gehe da mal zurück, oder doch, bin ich im Hub? Ja, okay, stimmt, ich bin da runtergesprungen. Egal, auf jeden Fall, tolle Hintergrundmusik hier schon mal. Hier gibt es ein paar verschiedene Modi, da wird nichts angezeigt, komischerweise. Skyblock, SkyPvP, Bad Wars, Skywars und noch irgendwas, da wird der Name nicht angezeigt aus irgendeinem Grund. Und Murder Mystery. So, und wir sind hier mit dem Apex Client unterwegs, weil dieser Server AAC verwendet als Anti-Cheat. Und ja, Apex ist halt ein AAC-Client. Wer Interesse an dem Client hat, 10 Euro im Shop. Link ist in der Videobeschreibung und jeder Käufer bekommt 10 Minecraft-Accounts gratis dazu. Und ja, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt in eine Runde und zeige den Server ein bisschen. So, ich bin jetzt in der Skywars-Runde und wie ihr seht hier, der Server benutzt AAC 3.3.10. Und ja, meiner Ansicht nach ist das irgendwie besser eingestellt als auf Gomme sogar. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber auf jeden Fall geht der Speed und so weiter nicht so gut durch wie auf Gomme. Beziehungsweise, ja, der eine Speed, der auf Gomme super schnell geht, der flaggt hier einfach. Ja. Dieser Super Jump hier ist auch irgendwie interessant, beziehungsweise dieser Jump Boost, keine Ahnung warum das in manchen Skywars Runden drin ist, aber das ist einfach komplett random. Egal. Also übrigens, wie gesagt, der Server bestraft bannt Hacker nicht. Also bestraft Hacker nicht, das bedeutet, wenn man hackt, wird man einfach nicht gebannt. Also der Server ist echt nice zum Hacken, wie gesagt, nur das einzige kleine Problem ist, wie gesagt, der ist aus Russland, das bedeutet, ja, der Ping wird manchmal kleine Probleme machen, ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, bei der Kill-Aura halt, ne, aber sonst, okay, keine Ahnung, warum der jetzt da gegen die Wand gehittet hat, aber sollte mir eigentlich ziemlich egal sein. So, dieser komische Jump ist immer wieder toll. Einfach mal in die Mitte bauen. Ja, gleich Mitte. Wer kennt die noch, Leute? Wer kennt die noch? Keine Ahnung, wie es dem Johannes geht. So hieß er, glaube ich. So. Okay. Ja, ich glaube, Bad Wars ist auch ziemlich nice auf dem Server. Vielleicht kann man da sogar einen Fly für den Server coden. Ich weiß nicht. Also, es gibt AAC-Server, die es so scheiße eingestellt haben, dass man da fliegen kann. Aber, ja, kein Plan. Also mir wurde gesagt, dass hier... Uff. Dass hier schon mal ein Hacker gesichtet wurde. Gut, jetzt habe ich mich mit dem dummen Rumjumpen selbst getötet. Ich probiere mal einen anderen Game-Mode aus, oder? So Leute, ich bin jetzt in Survival Games, denn ich habe vorhin herausgefunden, dass dieser eine Modus mit der Chest, ne, den ich euch schon vorhin gezeigt habe, bei dem kein Name angezeigt wurde, ja, dass das Survival Games ist. Auf jeden Fall gibt es hier auf dem Server ja viele verschiedene Minigame-Modes, was ich echt gut finde. Also Skywars, Bad Wars, Survival Games und noch einiges mehr, also nice, nice.
Hallo? Okay. Wurde schon alles gelootet. So ein Ding ist das. So, da haben wir schon den ersten Erzfeind. Kommen Sie her. Hallo? Ha, bruh. Ja, moin. Okay. So, hier snack ich mir hoffentlich guten Loot aus den Chests. Ach so, die sind alle leer. Ich dachte schon, der Chest-Sealer funktioniert nicht, aber die sind halt einfach leer. So, was tut der gute Mann hier? Guten Tag. Ui. Tja, da rennt er schon weg. Da hat er Angst bekommen, der gute Mann. Bumm. So, kann ich die Chests jetzt öffnen? Nee, kann ich nicht. Tier 2, ist das irgendwie so ein Rang-Ding, dass man da zahlt und dann kann man erst die Chests öffnen? Also das wäre schon traurig, ne? Naja, was soll's. So, da läuft der Typ schon. Der hat noch immer keine Waffe gefunden, nehme ich mal an. Das ist auch immer wieder gut. So. Brauche ich alles nicht. Geht hier ziemlich zackig, muss ich sagen. Also Survival Games lässt sich auf diesem Server auf jeden Fall ziemlich gut spielen. So, da sind wir schon in der Endrunde, im Endkampf, wie auch immer man das nennt. Der gute Mann ist irgendwie RIP, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber eins weiß ich, nämlich, dass das gut für mich ist. So, Goldäpfel snacken und los geht's, oder? Ui, guten Tag. Hä? Okay. Peng ist hier am Flieg und Runde gewonnen. Ja, so easy ist das. Also auf jeden Fall wunderbar hier zum Hacken auf dem Server. Tja. Also vom Anti-Cheat her, da braucht man schon einen halbwegs guten AC-Client, würde ich sagen. Oder es liegt vielleicht einfach nur an den Settings. Aber ja, Apex kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. Da machen wir auf jeden Fall noch eine gute Config. Ich habe hier schon ein bisschen eine Config gemacht, aber die ist definitiv noch ausbaufähig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.